Bevor wir in die Pause gehen, möchte ich noch etwas sagen zu dem, was wir hier gerade erleben konnten. Okay, before we go into the break, I would like to say a few words about what we just experienced here in the last constellation. Die Frage bei der Nachfolge ist immer, ähnlich wie bei der Innovation, kann es gelingen und wie kann die Nachfolge gelingen? The key question about succession planning or transition is very much like also with innovation. How can it succeed? Can it succeed and how can it succeed? Und was wir hier gerade sehen konnten, auf sehr eindrucksvolle Weise wieder, ist die Frage nach dem Ausgleich im Geben und Nehmen. Ja, also dieses Geben und Nehmen ist ein Prozess, ein Vorgang, der die Bewegung am Laufen hält. And what we could experience here in this last constellation was how important it is to consider this movement of giving and taking, of giving and receiving, and how it keeps the movement flowing and moving forward, or how can it interrupt the movement. Und da sind auch wieder grundlegende Aspekte, die wir auch in den Familienaufstellungen oftmals erleben. Sehr ähnlich wie auch hier in dem Bereich mit den Organisationsaufstellungen. Ja? Obwohl wir oft denken, okay, das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit Familienaufstellungen zu tun. And we see oftentimes that this is a fundamental topic, a fundamental movement, a fundamental order, which we also see in the family constellation, even though we're here often or most of the time for organizational or systemic structural constellations. But it's a very similar movement, so I want to say a few words about that. Bei der Bewegung des Ausgleichs im Nehmen und Geben kommt es immer darauf an, dass derjenige, der etwas bereit ist zu geben, nur so viel geben kann, wie der andere bereit ist zu nehmen. The first aspect is that the person who wants to give something forward can only give so much as the other person is prepared to receive and to take, of course. Sounds simple, but we saw it in this very constellation, how difficult it can be oftentimes. Und natürlich damit einhergehend heißt das auch, dass derjenige, der etwas nehmen möchte, nur so viel nehmen kann, wie der andere bereit ist zu geben. And that of course means that the other person who wants to take something, who wants to receive something, can only take as much as the other one is prepared to give. Even that sounds very basic, but again, we could see how it can sometimes be interrupted. Und die Frage ist jetzt, wie kann diese Bewegung weitergehen? Wie kann auch eine unterbrochene Bewegung wieder in Gang gebracht werden? And the question is, how can this movement, how can this process unfold again, even when it has been interrupted and when the parties don't see eye to eye anymore and are really frustrated with each other? Vor allen Dingen dann, wenn es darum geht, dass die Teilnehmer oder die Personen sich entzweit haben und sich nicht mehr in die Augen schauen können. Ja? Und es geht dann immer weiter mit der Bewegung im Nehmen und Geben. Wenn derjenige, der etwas bekommen hat, dem anderen etwas zurückgibt und damit die Bewegung weitergeht, gibt er ihm immer etwas mehr zurück, als er bekommen hat. And for this movement to continue, it is important that the person who has received something from the other person gives back something that is of equal importance or weight, but just a little bit more.
And so this keeps this movement going. Und wir begegnen dieser gleichen Bewegung in der Liebe, in der Paarbeziehung. And we are countering the same movement in the love, of growing love, in the couple relationship. Und auch hier sehen wir, dass wenn wir dem anderen etwas mehr geben, als er uns gegeben hat, kann die Liebe wachsen. And very much like this, we see in the couple relationship, when one is giving to the other a little bit more than he or she has received, then the love can grow, the love can unfold. So that's a basic movement. Also das ist eine grundlegende Bewegung, die es vor allen Dingen auch in der Nachfolge zu betrachten gilt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn die Bewegung gestört ist, unterbrochen ist, was können wir tun? Okay? So the question is, when this movement is interrupted, as it happens often in real life, what can be done? What can we do? Als erstes muss man natürlich sagen, man kann den anderen nicht dazu zwingen, wieder in diese Bewegung hineinzukommen. Of course, the first thing that we need to understand and acknowledge is that we cannot force the other one to again engage in this movement of going forward together again. Der einfache Weg, wieder in diese Bewegung reinzukommen, ist zu fragen, was der oder die andere möchte. Und dann etwas mehr zu geben, als sie oder er gefragt hat. Und das Gleiche gilt auch bei eskalierenden Streiten. Ja, also so kann man einen Streit eskalieren, indem man dem anderen etwas mehr gibt, als er eigentlich haben möchte. And so the simple basic rule is to ask the other person what she or he would like to have and then give it just a little bit more so that the movement can unfold again. And this is also, by the way, a good approach, a good way to de-escalate a situation, de-escalate a challenging dispute, for example, by giving the other person a little, just a little bit more than what she or he asked for in the beginning. So that's how we can restore and continue this movement again, movement of growing love and growing the relationship, but also continuing in this movement of going forward together again. Okay, it's a very simple thing, as it always happens in the constellation, but it's a very powerful thing that we have to acknowledge, and sometimes it requires us to make a move that we maybe have not been prepared so far to do. Es ist also ein sehr einfaches, aber sehr beeindruckender Aspekt und auch Vorgehensweise, und manchmal öffnet uns das die Augen für einen längst überfälligen Schritt, den wir vielleicht nicht bereit waren zu tun, nicht bereit waren zu gehen, und der uns jetzt hilft, wieder in diese Bewegung hineinzukommen. Okay? Yeah, that was it before the break, and I'm looking forward to the new topics again after we come back from the break. Also das war's vor der Pause. Danke euch für die interessanten Themen, und ich freue mich drauf auf die nächsten spannenden Themen, die wir jetzt betrachten können. Okay, gut.